Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Zum ersten Mal in der Geschichte der Baloise Holding AG, ja in der ganzen 167-jährigen Geschichte unserer Versicherungsgruppe, findet eine Generalversammlung aufgrund des vom Bundesrat erlassenen Versammlungsverbotes ohne Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sowie die sonst vertretenen Gäste statt. Ich werde in Kürze die Generalversammlung im kleinen Kreis eröffnen und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter begrüßen, der die Aktienstimmen in Ihrem Namen ausüben wird. Es ist mir aber wichtig, mich in dieser Videobotschaft auch direkt an Sie zu wenden. Als Versicherung sind wir in schwierigen Zeiten speziell gefordert, aber wir sind aufgrund unserer Tätigkeit schon darauf vorbereitet, auch unerwartete Risiken zu bewältigen. Unsere Dienstleistungen sind mehr denn je gefragt, um die Stabilität der Volkswirtschaft zusammen mit den Maßnahmen des Bundes bestmöglich aufrecht zu erhalten. Die Versicherungsindustrie kann den aktuellen Schwankungen an den Kapitalmärkten gut widerstehen. Das hat sie auch in bisherigen Krisen, beispielsweise in der Finanzkrise 2008, unter Beweis gestellt. Noch nie mussten Versicherungen vom Staat gerettet werden. Das Modell der Versicherungen ist von jeher auf das Tragen von Risiken und auf die Nachhaltigkeit ausgelegt und orientiert sich am langfristigen Erfolg. Dazu tragen auch die Anforderungen der Versicherungsaufsicht im Rahmen der Solvabilität bei, welche wir immer deutlich übererfüllen. Unser Betrieb läuft mit einer Großzahl von Mitarbeitenden im Homeoffice weiter. Und das ist richtig und gut so, denn unsere Kunden brauchen uns gerade jetzt. Wir helfen mit unseren Schadenzahlungen und Dienstleistungen mit, die Schweizer Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten. Dabei sind wir in der Lage, auch Forderungen unserer Kundinnen und Kunden in anderen als den direkt durch die Corona-Krise betroffenen Bereichen jederzeit zu erfüllen. Aber auch unsere Mitarbeitenden vertrauen darauf, dass die Baloise eine starke und erfolgreiche Arbeitgeberin ist, die zu ihren Verpflichtungen steht. Und schließlich erwarten auch Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das. Als starkes Unternehmen müssen wir gerade jetzt für Liquidität im Markt sorgen. Damit stützen wir unmittelbar auch jene Teile der Wirtschaft, welche direkt von den Auswirkungen der Krise betroffen sind. Wir tun dies mit Schadenzahlungen für Kunden, mit Lohnzahlungen an unsere Mitarbeitenden und mit Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre. Viele unserer Aktionäre sind auf Langfristigkeit ausgerichtet, so auch viele Pensionskassen, welche ihrerseits durch die Krise gefordert sind und auf unsere Dividenden zählen. Der Verwaltungsrat hat sich aufgrund der guten Ausgangslage und der historisch starken Performance des Unternehmens, aber auch im Wissen um die Turbulenzen an den Kapitalmärkten sowie der sich eintrübenden Konjunktur ganz bewusst dazu entschieden, der Generalversammlung eine um 40 Rappen erhöhte Dividende von 6,40 Franken pro Aktie vorzuschlagen. Damit untermauern wir unsere Stabilität in Krisenzeiten. Diese Stabilität ist insbesondere deshalb gegeben, weil wir unser Geschäft nachhaltig betreiben und in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet und uns abgesichert haben. Auch unser letztes Geschäftsjahr war sehr erfolgreich. Der Aktionärsgewinn liegt bei 694 Millionen Schweizer Franken. Das Geschäftsvolumen ist um fast 10% auf 9,5 Milliarden Schweizer Franken gestiegen und der Schadenkostensatz netto von 90,4% zeigt die hervorragende Qualität des Portfolios und den positiven Schadenverlauf im Geschäftsjahr 2019. Das konsolidierte Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11,8% erhöht und liegt
bei 6,7 Milliarden Schweizer Franken. Somit ist die Baloise weiterhin sehr gut kapitalisiert. Den Führungsteams in allen Ländern und unseren Mitarbeitenden, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, gebührt der große Dank des Verwaltungsrates. Erlauben Sie mir aber noch eine kurze Bemerkung zur aktuellen Lage und deren Auswirkungen. Die Bewältigung der Pandemiesituation steht jetzt im Vordergrund. Aber die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind offensichtlich. Ebenso steht außer Frage, dass alle an einer Rückkehr in eine Normalität interessiert sind, in welcher die Interessen der Gesundheit einerseits und die Bedürfnisse der Wirtschaft andererseits bestmöglich gewährt sind. Wie wir diesen Weg beschreiten, ist offen. Der Bundesrat hat angesichts der Tatsache, dass es für eine solche außerordentliche Lage keine Erfahrungswerte gibt, bisher ruhig und souverän agiert. Dafür danken wir ihm. Eine rasche wirtschaftliche Genesung hängt zudem nicht allein von der Schweiz ab, da unser Wohlstand auch an die Nachfrage aus dem Ausland gekoppelt ist. Unabhängig vom Weg aus dieser Krise sowie der späteren Aufarbeitung, wie diese gemeistert wurde, ist eines wichtig. Sobald die Notstandsmaßnahmen beendet sind, müssen alle Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Es darf nicht sein, dass erlassene Notverordnungen aus Angst vor nächsten Krisen unbegründeterweise einfach den Weg in ein Gesetz finden. Hier ist die Politik gefordert. Sie muss die liberale Wirtschaftsordnung wiederherstellen. Es braucht keine Einschränkungen und Regulierungen, denn nur durch Eigenverantwortung und eine freiheitlich-liberale Wirtschaftsordnung kommen die Unternehmen rasch wieder auf die Beine. So können sie auch künftig maßgeblich zum Wohlstand beitragen. Es sind dieser Wohlstand und die dort geschaffenen Rückstellungen, welche es der Schweiz ermöglichen, das bisher gesprochene Maßnahmenpaket auf nationaler und kantonaler Ebene überhaupt zu finanzieren. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin überzeugt, dass unsere Baloise auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Wir haben heute und für die Zukunft ein sehr gutes, leistungsstarkes und ideal zusammengesetztes Managementteam unter der Leitung unseres CEO Gerd de Winter. Mitte Jahr wird es hier allerdings eine bereits angekündigte Veränderung geben. Thomas Sieber hat sich nach 23 Jahren entschieden, das Unternehmen zu verlassen und sich nach einer Auszeit auf eine selbstständige Tätigkeit zu konzentrieren. Er trat 1997 in unser Unternehmen ein. Seit 2007 ist er Mitglied der Konzernleitung. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich ihm auch an dieser Stelle für seine wertvolle Arbeit, sein Engagement und speziell auch für sein positiv-kritisches Mitdenken in all diesen Jahren. Uns allen wünsche ich in den nächsten Monaten eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Kraft und Ausdauer bei der Bewältigung Ihrer persönlichen Herausforderungen. Bleiben Sie gesund und denken Sie daran, die Baloise ist für Sie da.